Scheiße. Frank war nicht so ein Mistkerl wie die meisten. Nicht so ein Mistkerl wie du. Er war ziemlich gut, oder? Ach, der Beste. Weißt du, am Anfang schrieb er fast jeden Tag ein neues Lied. Hunderte Kompositionen. Eins hat dir echt gefallen. Schade, dass du es vergessen hast. Du spielst nur mit mir, damit es mir dreckig geht. Oh ja, schön wär's. Und damit willkommen zurück bei Deathloop, dem absoluten Ende und der Plan, den Noob zu brechen, steht. Wir haben alle Fäden zusammengezwirlt und jetzt geht es im Prinzip daran, die Visionäre zu töten. Das ist unser Ziel, das werden wir tun und wir werden den Loop endlich brechen. So, deswegen werden wir auch erstmal alles mitnehmen an Residuum, was wir zur Verfügung haben. Weil ich weiß nicht, ob ihr vielleicht am Ende noch irgendwelche Tafeln bekommen, die ich vielleicht noch nicht habe oder die besser sind als die, die ich ausgerüstet habe. Ich habe mich halt so geskillt, dass ich halt echt ziemlich wenig Schaden erleide. Also macht die Überwachung doch Sinn. Und halt einiges austeilen kann. So. Ich würde sagen, wir gehen erst zum Container von Frank und sabotieren den. Auf das wir dann das erstmal hinter uns gebracht haben und dann kümmern wir uns um Harriet. Hier wimmelt es natürlich von Leuten. Ach, Juliana. Wir treffen uns später noch. Ich liebe den Klang des Chaos. Es ist vorbei. Ja, wo ist Juliana nur? Ihr Gerät hat sie auf jeden Fall da hinten aufgestellt. Niemand wird mich davon abhalten, diesen scheiß Loop zu brechen und Harriet zu töten. Das war ja einfach. Feierabend. Oh, 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 oh. Der ist Mordattentäter. Er ist in einem schönen Farbrausch explodiert. Muss mir Julianas Residuum noch schnappen.
So, das hätten wir. Spaß, Spaß, Spaß. So, mal rein in die gute Stube. Blockiere die Regenklappen. Das war das Richtige. Das Feuerwerk wird dich umhauen, Frank. Haha, das wird es definitiv. Harriet töten. So. Jetzt können wir dann hier hoch und Harriet einen Besuch abstatten. Sie kann halt diesen Raum mit dem Gas fluten, das wissen wir ja noch. Und das könnte etwas problematisch werden. Muss gucken, ob ich hier irgendwie außenrum reinkomme. Da ist kein Durchkommen. Warte, ich muss hier rein. Die Tür ist halt blockiert. Wird aus der Ferne geöffnet. Er wird das, glaube ich, nämlich direkt dahinter. Mal sehen, ob wir das irgendwie so schaffen. Ich kann hier aber nichts aus der Ferne kontrollieren. Da kommt Harriet. Was war das? So, wir erledigen einfach alle hier aus der Ferne. So spare ich mir den Trouble. Und wir können hier schon mal den Raum mal ein bisschen clearen. Und dann geht's Harriet an den Kragen. So, ich muss da auf die andere Seite.
Sie alle werden sterben. Und dann gehören sie mir. Oh, Harriet, wenn du wüsstest, was dir blüht. Da! Runtergefallen, das wollte ich nicht. Wollte eigentlich ganz smooth hier rüber. Ach, come on, das ist doch jetzt nicht schwer. Besiegt in diesem Spiel manchmal. Was ich... Nee. Tür ist abgeschlossen. Kann ich hier irgendwie rein? Wie schaffe ich es da rein? Ich habe eine andere Idee. Muss schauen, ob das funktioniert. Mir geht's gut genug. Ah, oben durch klappt nicht. Er macht den Sprung nicht. Ich will eigentlich nur rüberspringen, aber irgendwie will er nicht. Oh. Aha. Hab's geschafft. Och, Harriet, jetzt komm schon. Du hast gewusst, dass das passiert. Man kann von hier oben gar nicht dahin. Aber hier oben die Krams. Jetzt hast du den ganzen Raum mit diesem Scheißgift geflutet. Ich weiß halt nicht, wie ich die deaktivieren kann. Ich muss eine Granate reinwerfen. Triggert wahrscheinlich einiges, ja. So, Harriet, das war's für dich. Ein perfektes persönliches Siegel hatte sie auch noch dabei. Das ist perfekt. Nicht gierig werden. Das können wir schon. So. Der Siedlung nehmen wir mit. Ach, das Gas. Ich vergaß. Das Gas, ich vergaß. So, das Gas sinkt wieder ab. Gleich können wir raus. Aber wir können auch hier raus. Hier ist blockiert. Wird aus der Ferne geöffnet. Ach da. So, wir nehmen den Hinterausgang. So, jetzt müssen wir erstmal das Ding von Juliana hacken, bevor wir wieder in die Tunnel entkommen können. Gibt's richtig viel Fleisch?
Ich nehme einen anderen Weg. Es gibt mehr als einen Weg dahin zu dieser Antenne. Was? Das heißt wie bitte? Party hard! Dann halt so. Was? Was? Wie wäre ich? Wow, er hat mich fast alleine umgenietet. Nur weil die Kraft ausging. Von meiner... Wie heißt das? Zerstörer? Nicht Zerstörer. Ich weiß nicht mehr. Piss Pop. Ah, guck mal hier. Da kann ich meinen guten alten Laser wieder aufladen. Okay, ich glaube nicht, dass ich in einer Folge es schaffe, den Noob zu brechen. Das ist doch ein bisschen... ist ein bisschen mehr Arbeit, als ich dachte. Aber das macht nichts. Ich habe hier keinen Stress und wir werden unser Erfolgserlebnis schon bekommen. So. Das hätten wir. Hier liegt der Residuum an jeder Ecke. Sehr brutal. Wie was? Maul. Frag mich, warum ich die jetzt eigentlich noch einsammle. Die sind blau. Die sind minderwertige Ware. Kann ich doch nicht mehr ausrüsten. Gut. Aber wir haben jetzt 20 Minuten gebraucht und haben jetzt schon mal eine Visionärin getötet und Frank quasi damit auch. Das heißt, wir haben jetzt schon mal es geschafft, einen kleinen Teil unseres Plans zu vervollständigen. Harriet ist tot und Jolanda natürlich auch. Das ist erledigt, genau. Karlsbrot haben wir damit abgeschlossen. Ding. So, aber wir machen in dieser Folge natürlich noch weiter. Jetzt geht's als nächstes Ego an den Kragen, beziehungsweise wir müssen eigentlich nur das Experiment ruinieren. Ego kommt ja dann auf die Party von Alexis. Das heißt, das wird, glaube ich, ein etwas kleinerer Spaziergang, würde ich es mal nennen. Check nochmal kurz meine Ausrüstung und dann sehen wir uns gleich wieder im Komplex. Was ist auf die Welt los? Alexis, Charlie, wir, Wingy? Sie sorgen draußen nicht für Chaos, weil sie hier drin sind. Hier können sie niemandem schaden. Die Welt kommt schon mit Charlie klar. Aber wem sag ich das? Dir ist die Welt doch scheißegal. Aber dir nicht. Denk doch mal nach, Colt. Das ist ein Fehler. Bin immerhin konsequent. Ach, Juliana kriegt das einfach nicht in den Kopf, dass wir diesen Loop brechen wollen. Ach stimmt, hier passiert ja noch was. Da wurde irgendwie eine Kammer aufgebrochen, wo diese zwei Akimbo-Waffen drin sind, die ich jetzt bei mir trage.
So, erstmal zur Steuertafel. Genau, das Gerät, ja. Das hatte ich ja. Das hatte ich ja schon mal beeinflusst. So, los geht's. So. Das war's mit denen. Dann weiter im Text. Ich hätte auch rein theoretisch den anderen Ausgang nehmen können, aber es ist egal. Hat da nicht eben jemand gesehen? Ich warne dich! Ich bin bewaffnet! Ah, da haben wir ihn ja ausgelockt. Hallo? Guten Tag, der Herr. So, jetzt müssen wir sie erstmal sichtbar machen. Dafür brauchen wir diesen Nullifier. Den finden wir hier irgendwo an der Seite. Steht einer rum. Kam ich doch an den dran, oder? Da ist ein Nullifier. Jetzt habe ich eingehackt und weiß nicht welchen. Der da. Ich will hier raus. Ich wollte ihn rausschmeißen. Okay, da ist eine Scheibe. Kann ich die zerstören? Klar kann ich. Gott, dieses Ding da rauszuschmeißen kann doch nicht so schwer sein, Cold. Also.
So, was war der Code? Ich muss nochmal gucken. 1204. Wenn ich Gerät 1204 abschalte, ruiniere ich Egos Experiment. Dann kann er auf Alexis Party schmollen. Ich weiß nicht, wie viel es hier noch zu entdecken gibt, aber ja, ein paar Tafeln hätte ich auch noch irgendwie verbessern können auf Max. Aber für die Karnesie-Tafel habe ich hier und da auch schon ein paar Sachen. Also, das passt schon. 204. Das I war das. Ego ist jämmerliche Wissenschaft. So. Die Turteltäubchen töten. Jetzt geht's dann nach Frist at Rock. Verlassen. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Ja, wir sind ja im Komplex. Und im Komplex sind Egor und... Vier. Aber Vier töten wir zusammen mit Charlie. Weil die zwei sich ja an einem Ort aufhalten, wie wir ja mittlerweile wissen. Und dann können wir sie beide schön gemütlich ausschalten. Nee, 4 ist in Frist at Rock zusammen mit Frank. Im Komplex ist Egor. Wobei, nee, sie müsste eigentlich auch hier sein. Warum nutzt ihr mich dahin? Ich kann auch hier durch, das ist nicht das Thema. Ich habe am Ende dann so viel Residuum, dass ich gar nicht weiß, was ich damit anfangen soll. Aber man kann mit dem Residuum halt am Ende des Loops halt nichts mehr anfangen, aber das wird ja unser letzter Loop sein. Okay, du hast überlebt. Gut. Ah, viel ist nicht bei rumgekommen. Gut. Da wir diesen Loop nicht ganz schaffen in einer Folge, weil es zu viel wird, lass mich mal auf die Agenda gucken, was wir schon erledigt haben. Das haben wir erledigt, das haben wir erledigt, das haben wir erledigt. Also in der nächsten Folge können wir definitiv den Loop brechen. Deswegen würde ich auch sagen, kümmern wir uns das nächste Mal um Fia und Charlie. Dann geht das dann auf die Party. Und dann ist eigentlich nur noch Juliana dran. Das heißt, wir beenden jetzt erstmal hier an dieser Stelle diese Folge von Deathloop. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann final den Loop brechen werden. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal bei Deathloop.